Hallo und herzlich willkommen mal wieder auf meinem YouTube-Kanal. 3D-Drucken ist ja an sich eine sehr schöne Sache. Allerdings haben die Drucker ein Manko, und zwar die halten natürlich nicht so lang wie zum Beispiel ein Toaster. Wie ihr solch einen Drucker reparieren könnt, erfahrt ihr jetzt. Bevor wir jetzt natürlich anfangen, den Drucker irgendwie reparieren zu wollen, müssen wir erstmal eine Fehlerdiagnose anstellen. Das heißt, wir müssen wissen, welches Teil defekt ist, damit wir auch wirklich nur das defekte Teil austauschen. Eins der häufigsten Fehler jetzt wie bei mir ist hier, dieses Display ist kaputt. Beim RF100 XL ist ein Touch-Display. So ziemlich bei allen Drucker, die ein Touch-Display hatten, da kann man nur das Display austauschen. Es gibt hier auch noch diese alte Variante mit diesem Display. Das ist in 95% der Fälle mit dem Mainboard verbunden. Da empfiehlt es sich auch mal übers Mainboard zu drucken, das heißt den Drucker per USB an Cura anzuschließen und gucken, ob das noch geht, weil wie gesagt, das Display ist hier mit dem Mainboard abhängig. Okay, ein anderes Problem ist auch ganz oft, dass ein Schrittmotor oder irgendwie sowas nicht mehr läuft. Das kann mehrere Ursachen haben. Zum einen kann das zum Beispiel daran liegen, dass das Kabel irgendwie nicht mehr vernünftig läuft. Das heißt, wenn die lange drucken, dass ihr zum Beispiel einen Kabelriss oder sowas kriegt, wenn die jetzt nicht ordnungsgemäß verlegt wurden, die Kabel. Oder es kann auch passieren, dass der Motor an sich kaputt geht. Das könnt ihr einfach testen, indem ihr den Motor abschraubt, mit der Y-Achse zum Beispiel anschließt, wenn der Extrudermotor kaputt ist, und dann schaut, ob der Extrudermotor dann läuft. Wenn der immer noch nicht läuft, dann kann das daran liegen, dass der Motor kaputt ist. Wenn der läuft, dann kann es halt daran liegen, dass die Leitung zum Motor kaputt ist oder halt der Motortreiber, der sich auf dem Mainboard befindet. Ein sehr häufiger Fehler, gerade bei so Low-Cost-3D-Druckern, ist, dass die Kabel irgendwo abbrechen oder ein Kabelbruch entsteht. Das kann zum Beispiel am Hotend entstehen, wenn man da öfters hin und her wackelt, dass das da kaputt geht. Aber auch bei Endstops oder weiteren, dann kommt da zum Beispiel Endstop-Error oder Temperatur-Error. Dann wisst ihr also, dass das sowas sein kann. Das gleiche gilt natürlich auch fürs Heizbett. In meinem Beispiel repariere ich jetzt das Display vom RF100, hier das Touch-Display. Ihr könnt euch aber das trotzdem angucken, wenn bei euch was anderes defekt ist, weil die Vorgehensweise ist eigentlich immer so dieselbe. Habt ihr einen 3D-Drucker mit so einem Touch-Farb-Display, müsst ihr wahrscheinlich das Display austauschen, wenn es kaputt ist. Kann aber auch das Mainboard sein. Das könnt ihr einfach testen, indem ihr den USB-Kabel an den Drucker anschließt und dann mal probiert, über Cura sich mit dem Drucker zu verbinden. Wenn das möglich ist, ist das Display kaputt. Wenn nicht, kann auch das Mainboard kaputt sein. Okay, wenn wir jetzt hier wissen, dass das Display kaputt ist, brauchen wir ein Ersatzteil hier vom Händler Konrad. Die bieten freundlicherweise Ersatzteile an. Hier dieses Display, das ist von einem Unterhändler, das heißt nämlich Maker Base. Könnt ihr auch vielleicht irgendwo anders kaufen, würde ich aber nur empfehlen, von Konrad zu kaufen, weil da dort direkt die Software aufgespielt ist und ihr da kein Problem mehr kriegt. Das ist auch das Gute an diesen Konrad-Druckern, das bietet noch lange nicht jeder Hersteller. Okay, wenn ihr das hier, dieses Ersatzdisplay habt, dann müssen wir das natürlich austauschen. Das kann eigentlich so ziemlich jeder machen, der einen 3D-Drucker besitzt und schon mal einen Schraubenzieher in der Hand hatte. Das ist eigentlich ziemlich einfach, sowas durchzuführen. Ich werde natürlich jetzt auch zeigen, wie ihr andere Teile austauscht. Bei mir in diesem Fall ist aber nur das Display kaputt. Gut, zuerst müssen wir natürlich die Schrauben lösen, das gilt wie bei jedem Drucker. Hier beim RF100 XL ist das jetzt unten, beim CR10 ist das jetzt an der Seite. Das ist eigentlich überall ziemlich leicht möglich. Achtung, bitte darauf achten, dass hier die Nummer, wenn ihr später diese Metallplatte wieder drauf sitzt, auch außen ist, damit ihr die dann nicht nach innen dreht, und dann kann man einen Garantieverlust kriegen. Kriegt man eigentlich sowieso, aber das ist trotzdem ganz nett, wenn man das immer beachtet. So, hier ist das Innenlehnen des RF100 XL. Wir haben hier das Mainboard. Das können wir natürlich auch wechseln, wenn das defekt ist. Ihr seht jetzt, hier sind verschiedene Kabel. Es empfiehlt sich sehr, die einmal vorher zu markieren, dass ihr wisst, welches Kabel wo reinkommt, davon ein Foto zu machen und dann die ganzen Kabel zu lösen. Weil je nachdem haben die Kabel die gleiche Farbe, und wenn ihr den X- und den Y-Motor vertauscht, ist das nicht so gut. Dann müsst ihr hier die einmal alle abmachen. Das ist eigentlich auch sehr gut möglich. Hier diese Stecker einmal draufdrücken und abziehen. Und dann können wir hier schon dieses Mainboard an den vier Schrauben abschrauben. Hier auch bitte darauf achten, dass dieses graue Kabel nur da unten reinkommt und nicht irgendwo an den Seiten. Okay, schauen wir uns jetzt hier das Display an. Da mache ich jetzt mal eine Reparatur, die werde ich jetzt hier mal durchführen. Das Ersatzteil sieht genauso aus. Ich mache ja einmal dieses graue Kabel ab. Bitte merken, wo das dran war. Wie gesagt, ihr seht es ja jetzt im Video. Wenn ihr da euch nicht ganz sicher seid, könnt ihr euch auch ein Foto davon immer machen, wenn man sowas repariert. Als erstes lösen wir dann hier die Schrauben. Wir können diesen mitgelieferten Imbusschlüssel nehmen.
wie ich das jetzt hier mache. Hier unten sind zwei Löcher, da kann man wunderbar den Imbusschlüssel durchstecken und die Schrauben dann lösen. So, wenn wir dann das andere Display haben, dann können wir das eben wieder da draufstecken und dann wieder festschrauben. Bitte darauf achten, dass ihr das richtig festschraubt, also den SD-Karten-Slot da wieder hinpackt, wo der hingehört. Anschließend wieder den Stecker draufschließen, das war ja eigentlich relativ einfach und fertig sind wir. Jetzt natürlich noch die Abdeckklappe wieder drauf montieren, die Schrauben nicht zu festziehen, aber auch nicht zu locker. Jetzt wollen wir selbstverständlich noch einmal testen, ob das Ganze funktioniert, anschalten und... ja, das sieht sehr gut aus. Es ist alles wieder normal. Ihr könnt das natürlich auch mit einem anderen 3D-Drucker machen. Das war ja hier nur die grobe Vorgehensweise. Wie gesagt, immer schön merken, welche Kabel wohin gehören. Zum Beispiel mit einem Foto die Schrauben nicht zu sehr anziehen. Da sollte man das Ganze eigentlich schon sehr, sehr gut hinkriegen, wenn man da passende Ersatzteile bekommt. Gut, das war es von mir. Ich würde mich natürlich über ein Like hier auf diesem Kanal sehr freuen. Falls ihr noch einen Kommentar habt, könnt ihr den gerne hier unten drunter schreiben. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das bitte schleunigst tun. Dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal.